Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück bei Get Even. Die letzte Folge war ja unsere erste Mission. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze jetzt wirklich in unseren Gedanken war oder eher so eine Art von Transferierung in die Vergangenheit vielleicht, wer weiß. Auf jeden Fall, mehr oder weniger recht habe ich das Ganze dann etwas still und leise gemacht. War das jetzt Deutsch? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, auf uns wartet jetzt draußen ein Geschenk. Das bedeutet, ich freue mich. Geschenke! Was da? Oder habe ich das schon gelesen? Ich weiß nicht. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gelesen. Moment. Kontroverse E-Mails von ADS geleakt. Advanced Defense Strategy begegnet nach der Enthüllung geleakter E-Mails mit vertraulichen Informationen über ihre fragwürdige Kundenbasis schweren Sicherheitsproblemen. Nachdem ein nicht identifizierter Eindringling, das war ich, letzten Monat eine Sicherheitslücke ausnutzte, um in die Haupteinrichtung von ADS einzudringen, wird das viertgrößte Rüstungsunternehmen Europas mit neuen Bedenken über die Sicherheit seiner Online-Daten konfrontiert. Die geleakten Mitarbeiter-E-Mails, die anonym an die Presse geschickt wurden, enthüllen 12 der bisher unter Verschluss gehaltenen Übersee-Kunden von ADS, darunter auch Verträge mit vermuteten Terrororganisationen. Der CEO von Advanced Defense Strategy, Roger Howard, nahm gegenüber der Presse Stellung. Unsere Geschäfte und unsere Kundenbasis sind streng vertraulich und wir werden alles daran setzen, dass das so bleibt. Wir haben bei ADS einen sehr strengen Kodex, mit wem wir Geschäfte tätigen. Jegliche Anschuldigungen über Verträge mit Terroristen entbehrt jeder Grundlage. Später fügte er hinzu, unsere Privatsphäre wurde auf völlig inakzeptable Weise verletzt und ich werde nicht ruhen, bis die verantwortlichen Parteien zur Rechenschaft gezogen wurden. Bis dahin können sich unsere Kunden und unsere gesamte Mitarbeiterschaft auf meine Unterstützung verlassen. Ungeachtet, ob sich die Anschuldigungen als wahr herausstellen oder nicht, werden Roger Howard und ADS die nächste Zeit noch mit einigen Schlagzeilen rechnen müssen. Weiter auf Seite 4. Okay. Was haben wir daneben? Von Eva27Hixen@mailer7.ogr an Christian Westland von 14942. Sorry, Rufzeugen 1. Hallo Christian! Tut mir leid, dass ich erst nach einer Woche auf deine E-Mail antworte, aber wir machen hier bei ADS gerade einen Shitstorm durch und, naja, wenn du in den letzten 5 Tagen die Nachrichten gesehen hast, kannst du dir den Rest wahrscheinlich denken. Jemand hat nicht nur unsere Entwürfe gestohlen und die Server komplett geleert, sondern auch über 500 E-Mails geleakt. Auch welche von Roger! Würde mich nicht überraschen, wenn wir nach dieser Sache in die Brüche gehen. Also die ganze verdammte Firma. Das ist keine Übertreibung, Christian. Christian wahrscheinlich, aber ich sage jetzt Christian. Er ist nämlich Engländer. Aber vielleicht ist es auch keiner, keine Ahnung. Gestern hat sich Roger 6 Stunden mit einer geladenen Waffe in seinem Büro eingeschlossen. Aber um meine Probleme mal kurz beiseite zu stellen, ich bin nicht sauer, dass Chloe und du es nicht zu unserem Jahrestag geschafft haben. Chloe ist nächsten Monat soweit, richtig? Wo, wie soweit? Das verstehe ich völlig. Vielleicht ist sie schwanger. Aber ich würde auch euch gerne besuchen, wenn ihr dann zu dritt seid und sich die Wogen hier etwas geglättet haben. Liebe Grüße, Eva. Okay, Chloe ist schwanger, das freut mich. Habe ich das in meiner Mission vielleicht gemacht, so heimlich nebenbei? Das heißt, wir haben jetzt nicht nur eben die Daten gelöscht, sondern auch geleakt. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Weil wenn wir alle Daten vernichten, können wir doch nicht gleichzeitig einen Leak rausschmeißen. So, das heißt, ist das jetzt die nächste Mission oder ist das jetzt eine Antwort auf Fragen? Da bin ich jetzt gespannt. Prüfen. Ich habe Angst. Und tschüss. Hey, where am I now? Is this another memory? Not quite. Consider this a filing cabinet, Mr. Black, of all the evidence you gather. We'll make sense of it eventually. Any information filed by the Pandora is accessible for you in this room. Each board represents a different memory. Give it a try. Look at a couple of boards and see what happens. Okay, das ist jetzt mein Erinnerungshub sozusagen. The man from the Leader's Asylum. So. Any connections or links your mind may have made, even unconsciously, are recreated visually by the Pandora. I'm rather proud of this feature. You can study the investigation further or return to the asylum when you're ready. Just use the photo in the middle of the room. Okay, das heißt, hier verknüpfe ich dann meine ganzen Beweise zu einem großen ganzen Bild. Ich weiß nicht, wer das hier ist. Aber warte mal, daneben habe ich gerade gesehen. Das ist connected zu dem hier. Verbunden meine ich natürlich nicht connected. Cole Black, das bin doch ich. Da
Das ist das, was wir schon kennen. Steht irgendwas über eine Frau eigentlich? Nee, eigentlich glaube ich gar nicht. Okay, Familienfreunde unbekannt, das heißt, wir wissen nicht, ob wir jetzt eigentlich verheiratet waren. Habe ich das schon gelesen? Moment. Völliges Fehlen von Reue, übernimmt keine Verantwortung für seine Handlungen, manipulativ, sieht sich als Opfer, nicht als Täter. Das beschreibt mich ja perfekt! Okay, das kenne ich alles da. Das ist jetzt, von wem ist das die Akte? John Keating, wer war das nochmal? Das war der Lehrer, okay. Das bin ich. Das ist der Kanister. Wer ist Red? Wer ist der Typ? Und warum das Ganze? Warum? Red, gib mir Antworten. Verdammte Scheiße. So, das sind alles die Beweise, die ich gefunden habe. Heißt das eigentlich, ich kann nochmal in die Orte zurückkehren, falls ich was vergessen habe? Jetzt schnauft er wieder. Was ist das? Patient 309. Ich glaube, er ist genau wie ich. Irgendein Verrückter hat uns hier ohne erkennbaren Grund eingeschlossen. Jetzt müssen wir uns gegenseitig helfen, um am Leben zu bleiben und hier rauszukommen. Den Zettel habe ich aber, glaube ich, nie gefunden, oder doch? Vielleicht unbewusst. Vielleicht unbewusst. Das waren die drei. Und der Puppet Master, ist das vielleicht Red selbst? Ist das der Puppet Master? Okay, das war das hier. Und das ist jetzt die Sache mit dem Gebäudekomplex, wo ich wahrscheinlich drin... Nee, das ist der die Geiselnahme. Moment. Noch ein ungeklärtes, schockierendes Verbrechen. Die Fahrlässigkeit der Polizei wird immer schlimmer. Alle Entführer sterben noch am Tatort. Wichtige Beweismittel ignoriert. Nach Analyse der Beweismittel erklärte die Polizei von Severn, dass alle Beteiligten im mysteriösen Fall der Broomsgrove-Entführung am Tatort ums Leben gekommen sind. Unsere Quellen zufolge hat die Polizei jedoch einige Leichname nicht ordnungsgemäß untersucht und in einigen Fällen sogar wichtige Beweismittel ignoriert. Dies ist ein weiteres Beispiel für die Fahrlässigkeit und Unfähigkeit der Polizei. Nun stellt sich die Frage, würde die Polizei diesen Fall auch so schnell schließen wollen, wenn es sich um die Tochter des Chief Inspectors handeln würde? Dies ist eine sehr gute Frage. On the morning of the 20th of June, just before 8 a.m., we received multiple reports of an explosion in the north part of the Barnt Green area. Officers on the scene of a derelict building in the area reported 5 fatalities. We can now confirm that this explosion was in fact linked to the kidnapping reported on Sunday. And that the same girl, whose identity we must continue to withhold, was also found on the scene. We believe that the girl was heavily drugged and that the kidnappers, who abducted the girl from her home on the 19th of June, kept her sedated and tied up. Okay, das heißt, sie war tot. Das war ja wahrscheinlich die Geißel, die ich befreien sollte. Was ich gerade überlege. Warte mal, heißt das jetzt im Endeffekt, ich wurde reingeschickt, sozusagen in einer geheimen Solo-Mission, habe dann alle dort umgebracht, weil ich habe hier Leute erschossen. Und das sind jetzt die Leichen, die sie gefunden haben? Oder sind das jetzt die Leute, die durch die Explosion ums Leben kamen? Heißt das, ich habe 88% der Beweise gefunden und hier knapp mal 54%. Das heißt, ich muss auf jeden Fall weitersuchen. Aber ich kenne hier vieles noch gar nicht. Was ist das hier? Das war die Drohne, okay. Warum die Drohne eigentlich? Warte mal, da stand irgendwas dabei. EDG oder so, ja egal. Das war eben das hier. Ermittler der Polizei von Severn untersuchen weiterhin die Explosion in einem unterirdischen Komplex nahe Barnt Green. Seit dem tragischen Ereignis sind bereits fast 2 Wochen vergangen und noch immer sind viele Fragen offen. Es ist weiterhin unbekannt, wer genau sich zum Zeitpunkt der Explosion fortbefand, aber die Polizei hat 5 Todesopfer bestätigt. Laut unserer Quelle könnte die Explosion im Zusammenhang mit der Entführung zu einem früheren Zeitpunkt dieses Morgens stehen. Bei den Entführern hat es sich um ausgebildete Profis gehandelt, die Drohnen und andere Hightech-Waffen verwendeten. Hector Chadwick, einer der mit diesem Fall beauftragten Detektive, sagte uns das nicht. Ah ja. So, das heißt, die Drohne ist anscheinend von denen. Ich vermute mal, weil da stehen ja diese Buchstaben dabei. FDG. Ist FDG jetzt diese Untergrundorganisation? Haben die Drohne jetzt verwendet oder ist FDG einfach nur der Hersteller der Drohne? Ich habe keine Ahnung. Nein, 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 nein! Das wollte ich jetzt gar nicht. Oh Gott. Das heißt, ich kann nochmal rein und mich nochmal dort umsehen. Das finde ich aber spannend. Das war sie. Das ist das Opfer. Das ist jetzt aber nicht dieselbe wie die, oder?
Doch klar, das ist dieselbe. Das ist sie. Okay, Moment, habe ich noch eine Audioaufzeichnung. How much do you know about him anyway? Cole Black? Not much. Just rumors, you know. Had a background check run on him. Didn't turn up a whole lot. Well, he wouldn't. Not if he's good at what he does. So you think we can trust him? Don't see why not, as long as we keep him sweet. I don't know. Makes me nervous. He seems volatile. It'll be fine. Famous last words. Ich bin ganz netter, wirklich. Mann. So, das ist mein Arbeitsvertrag. Tatsächlich Arbeitsvertrag. Arbeitgeber Future Defense Group, hier vertreten durch Scott Hopkins. Adresse des Arbeitgebers Edgerton, Birmingham, B12. Ja? Arbeitnehmer Cole Black. Adresse des Arbeitnehmers bla 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 Birmingham. Arbeitsbeginn 17. Juli 2009. Pflichten und Verantwortlichkeiten. Leitung in Sicherheitsfragen für die S&T-Abteilung von FDG. Warte mal, FDG ist jetzt... War das jetzt der Drohnenhersteller? Nee, ich glaube nicht. Schutz der S&T-Abteilung vor unbefugten Personen, Entwicklung und Sicherstellung der Geheimhaltung neuer und bestehender Projekte. Personenschutz nach Anweisung. Unterschrift bla bla bla. Okay, Seite 1 von 3. Aber ich habe die anderen Seiten nicht hier. Verdammt, hätte ich mir durchlesen sollen. Von Scott Hopkins an Cole Black. Willkommen an Bord. Priorität hoch. Hi Cole, willkommen bei FTG. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir. Du wirst Robert Ramsey direkt Bericht erstatten und erhältst auch die Anweisung von ihm. Die Technologie, an der er zurzeit arbeitet, muss um jeden Preis geheim gehalten werden. Hier kommst du ins Spiel. Keine Leaks, keine nicht autorisierten Mitarbeiter. Du musst die Sicherheit Ramseys und seines Projekts um jeden Preis gewährleisten. Falls es noch nicht passiert ist, wird er dir sicher bald mehr darüber erzählen. Bis dann, Scotty! Okay. Warte, ich bin gerade etwas verwirrt. FDG. FDG ist doch die Firma, wo ich eingebrochen bin. Oder? Das war ja diese Waffenfirma eben. Das heißt, keine Leaks und dann habe ich aber die Leaks veröffentlicht. Das heißt, bin ich vielleicht ein Doppelagent irgendwie? So eine Art von Maulwurf gewesen bei FDG? So, ich schaue noch ganz kurz, ob es da irgendwas anderes noch gibt, was ich noch nicht kenne. Was ist das? Untersuchung des Ortes der Detonation. Die mit der Untersuchung beauftragten Ermittler fanden am Tatort Fragmente aus improvisierten Sprengsatzes. Eines improvisierten Sprengsatzes? Ich habe mir gerade gedacht, das gibt keinen Sinn. Die Analyse der beschriebenen Fragmente lässt darauf schließen, dass der improvisierte Sprengsatz versehentlich und möglicherweise aufgrund eines defekten elektrischen Zündkabels aktiviert wurde. Bad Fair. Ja, das war wahrscheinlich wirklich so. Weil wir wollten ja eigentlich die Geisel retten und dann hat der Typ ja gesagt, was, warum hast du den Sprengsatz angemacht? Das solltest du doch nicht tun, wir sind doch alle hier drin, bla bla, bumm, tot. So, die zwei Kassetten habe ich mir angehört. Das heißt, ich kann jetzt... Ja, ich werde nochmal ins Asylum zurückkehren. Ich schaue noch ganz kurz, ob ich irgendwas hier übersehen habe. Ich glaube nicht. Steht da eigentlich irgendwas dabei, was ich noch nicht kenne? Nee, gar nicht. Okay. Ich kehre mal ins Asylum zurück und schaue mich dort noch etwas um. What? Ach, da ist noch einer. Job for Robert Ramsey. Location Advanced Defense Strategy. Okay. Das war jetzt der Auftrag. Wie viel haben wir da? Immerhin 96%. Da kann ich durchaus stolz auf mich sein. Mal überlegen. Das heißt, das da oben ist Roger Howard. Das war der Typ, der uns unter anderem... Ist das dir doch klar? Das war der, der uns bei der Tür begegnet ist. Nur der hatte ein bisschen längere Haare dort. Und der hat sich dann mit einer Waffe in seinem Büro angeschlossen? Was ist das für ein irrer Typ? So, das kenne ich alles. Das sind die Baupläne oder die Blaupausen von unserer Waffe. Das ist... Kenne ich das? Wir arbeiten jetzt seit bereits 14 Monaten mit großem Erfolg an unserem neuen Projekt. Dieses neue Projekt wird völlig neue Möglichkeiten im Antiterrorkampf und der urbanen Kriegsführung eröffnen. Die Corner Gun ermöglicht es, mit einer stationären Waffe um Ecken herum zu zielen und zu schießen und reduziert so die Gefahr für den Nutzer auf ein Minimum. Sie enthält eine Mini-HD-Kamera, standardmäßig mit Infrarot- und Nachtsicht, und einen abnehmbaren, verstellbaren Bildschirm. Die Corner Gun bietet dem Nutzer die Möglichkeit, aus beinahe jeder Position zu beobachten, mittels Live-Feed und zu feuern. Der Live-Feed kann auch an ein zweites Einsatzgerät übertragen werden, Anzeigegerät übertragen werden, wie einen Kommandoposten oder Kontrollraum, und erlaubt so größere Entfernungen und Sicherheit. Der vordere Bereich der Corner Gun kann 60 bis 90 Grad in jede Richtung gedreht werden und das CSP-Modell kann Panzerfaustgeschosse abfeuern, geil, kann volle 90 Grad gedreht werden und schützt so den Nutzer vor der Druckwelle der Rakete. Diese Eigenschaften ermöglichen dem Nutzer das Anbringen einer breiten Palette von Feuerwaffen,
Dazu gehören unter anderem Handyfeuerwaffen, Handfeuerwaffen natürlich, Granatwerfer und Scharfschützengewehre. Die Waffenausrichtung ist präzise, leicht zu bedienen und kann innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder in einer geraden Stellung gebracht werden. Erwähnenswert ist ebenfalls die Möglichkeit, dank der HD-Kamera mit dem Gerät Situationen mit hohem Gefahrenpotenzial aus sicherer Position zu überwachen. Nach jedem Stand wird das Produkt innerhalb der nächsten 4 bis 6 Monate Marktreife erreichen, zählt in Kürze weiteren Funktionen. Ich bin jetzt verwirrt, weil das ist ja, da haben wir arbeiten für diese Firma, wir waren für die eigentlich Sicherheitsbeauftragte oder Lakai für alles, sagen wir mal so. Haben dort gearbeitet, jetzt ist die Frage, die Geiselnahme, wie hängt die zusammen mit all dem? Da fehlen uns wahrscheinlich noch voll viele Antworten, um das irgendwie rauszufinden. Oder war das Mädel vielleicht die Tochter von Howard? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass sie sie entführt haben, weil sie irgendwie... Wenn die mit Terroristen zusammengearbeitet haben, vielleicht war das ja eine terroristische Organisation, die mit denen zusammengearbeitet haben, aber es wurde ein Deal nicht eingehalten. Die haben die Tochter von ihm entführt, von Howard, und ich wurde geschickt, um sozusagen die Geisel zu befreien. Weil ich hatte ja die Corner Gun, ich habe die ja zur Verfügung gehabt. Die habe ich ja nicht damals wahrscheinlich nicht geklaut, sondern von denen bekommen, weil ich für die gearbeitet habe. So meine Vermutung. Okay. Das muss einem echt irgendwie voll dusselig machen, wenn man das ständig macht, dieses Hin und Her. Das kann nicht gesund sein. Sehr gut, Mr. Black. Your synaptic transitions are becoming much easier. The room you just visited will help you stay away from conjecture and concentrate only on the facts. Facts? All I know is that my name is Black, and apparently I stole this corner gun. Precisely. And an expert job it was too. ADS all but went bankrupt after you disappeared with the prototype. But I'm sure we will learn more as you proceed. Then let's hurry this up so I can get the fuck out of here. No, Mr. Black, we move at my pace. You cannot just shoot your way through every obstacle like you did when you broke into ADS. This is an investigation, not a firing range. Ist das Ding am Strom angeschlossen überhaupt? Du kannst den Ermittlungsraum jederzeit erneut aufsuchen, Beweise bewerten, indem du das Bild mit der Bindegewebe. Okay, danke. Das Ding hängt doch nicht mal am Strom. Verdammt, wie macht er das? Oder es hängt doch am Strom. So, das heißt... Als nächstes kann ich da raus? Ich glaube, die Tür ging gerade auf. Okay. Was passiert hier als nächstes? Moment. Cole Blackstein, Prototypen von ADS und begegnete Roger Howard. Erkannte mich. Ich wollte ihm stattdessen erkannt mich mal. Ich weiß nicht warum. So, ich wollte jetzt eigentlich auf das hier wechseln. Was ist denn gerade mein Ziel? Einen Auslöser für die Pandora finden. Ah, okay. Das heißt, ich suche jetzt einfach dämlich nach Bildern, die mich dann in die Vergangenheit schicken. Ich hoffe mal, das war die Tür. What? Red. Hey. Why is everyone loose? The patients must have their exercise, Mr. Black. Now move along. Okay, ich habe jetzt echt Schiss, dass mich angreifen. Hab ich denn? Ich habe den nicht umgebracht. Hey, Albert! Warst du Künstler? Du bist voller Farbe. Okay. Mann, muss ich die jetzt echt erschießen? Ich weiß ja nicht, ob sie mich angreifen. Ich werde es dann feststellen. Spätestens, wenn ich eine Axt im Kopf habe. Hört auf damit, laut zu sein, bitte. Ich muss mich hier konzentrieren. Kenne ich das schon? Moment. Die Wände sprechen. Nur der Marionettenspieler kann uns befreien. Es gibt einen Auserwählten. Irgendwo ist Litthurst. Er wird uns ins Licht bringen und die Macht verleihen. Die Macht ist in Albträumen, im Inneren der Albträume zu erwachen. DK, mit eurer Hilfe, mein Spieler, werde ich endlich entkommen können. Okay. Ich verstehe nicht so ganz. Ist da jemand drin? Nee. Okay. Ausgang. Da gehe ich gleich hin. Warte mal, da habe ich den Typen befreit. Stimmt. Da war der Typ, den wir rausgelassen haben. Ich habe gerade die Orientierung gewonnen. Es liegt hier. Morgen, mein Spieler, werdet ihr unsere Ketten brechen und aus unseren Käfigen entlassen. Unsere Augen mit Licht füllen, unsere Münder mit Gelächter und unsere Worte mit Weisheit. Damit wir verstehen, was uns verliehen wurde. Freiheit. Das ist ja voll. Voll Meta und so, voll schön. Oh. Hello.
Da war, glaube ich, kann es sein, dass da der Künstler eigentlich drin war, weil da liegen gerade so Farbdinger drin, oder war das drüben seine Zelle? Ich weiß es nicht. Warum ist die Tür jetzt eigentlich zu? Geht die nicht mehr auf? Ach man, ich bin eingeschlossen hier, echt? Wer ist der Puppet Master? Ist das jetzt der ehemalige Leiter dieser Anstalt, von dem wir gelesen haben? Oder ist das jetzt... Oder ist das jetzt wirklich Red? Wir müssen die Überflüssigen loswerden. Sie stehen uns nur im Wege. Okay, bin ich einer von diesen Überflüssigen? Ich hoffe mal nicht. Ich kann was, wirklich. Ich habe eine Ausbildung genossen. Als Tötungsmaschine. Hi. Ist das der Puppet Master? Spielt der gerade echt Klavier? Okay, hier ist nichts. A guest! A guest! Oh, I almost didn't see you there. Sneaking around like a cat. Yes. Little black cat. What's that see? How do you take it? One up or two? One up or two? Zwei. Zwei, bitte. Zwei. Okay, das ist der verrückte Hutmacher. Und den Hasen kennen wir. Kann ich irgendwas mit dir machen? Hallo, Tackchen. Was ist das für ein Geräusch? Dieses Gefiepe. Damn it. No way through. Verdammt. Verdammt. Kennst du den Code? Zufällig? Jesus Christ. The code for the door. I need the code. Ah, yes. Secret codes. You solve my riddle, you get the secrets. Ah, it is a party after all. Ah, it is a party. There must be prizes. I love prizes. Mm-hmm. Ah, twinkle, twinkle, little cat. How I wonder where you're at. Search for answers high and low. Turn off the lights and let it glow. Little cat lost in the dark. Can you find my secret marks? Nope. Das war das Rätsel. Okay, das heißt, ich brauche irgendwo Dunkelheit, außer... Ich hatte ja schon UV an. Okay, das sind Fußabdrücke. Nein. Did you find it? Did you find your... What were you looking for? I'm afraid I passed remembering. Ich glaube, das ist verrückt. We're all past remembering. Would you like some tea? Ja, gern. Tea, don't you? Ja, habe ich doch schon gesagt. Okay, ich vermute mal, ich muss echt hier jetzt was finden. Mal schauen. So. Da. 22001. Aha. Warte mal. 2. Das wird auf jeden Fall der Code sein, aber ich werde ihn jetzt wahrscheinlich wie anders drücken müssen, als da jetzt angezeigt, sondern vielleicht ist das der erste Knopf? Ich habe ihn gefunden, deinen Code! Ich habe ihn! Er ist da drüben! Okay. Okay, dann eben nicht so. Moment. Das sind auch Fußabdrücke. Wo gehen die hin? Irgendwo. Da liegt noch was. Lane Blackwell, Leonard Shelby. Habe ich den nicht schon gelesen? Besondere Bemerkungsbehandlung, konstante Überwachung nötig, mobile Gedanken. Ja klar, den kenne ich schon. Das lag aber vorher nicht hier. Okay, das sind überall Fußabdrücke. Das ist irgendwie auch 4 plus 4. Was? Ist das jetzt wirklich so angezeichnet oder sieht das gerade nur so aus, so aus durch den Glanz? Fällt mir gerade schwer an. Warte mal. Da ist eine 1. Okay, heißt das jetzt, das ist sozusagen die Reihenfolge, in der ich die Tasten drücken muss? Moment. Das heißt, wir haben in jedem Raum wahrscheinlich irgendwo eine Zahl versteckt. Hier vielleicht auch irgendwo eine Zahl. Da. 1, 2, 0, 1.
Okay. Hey, ich habe deine Zeichen gefunden. Jetzt sag mir, wie der Code ist, verdammt. Ist da irgendwas Neues drauf? Das ist John Keating. Vor 2 Wochen wurde der Patient bei einem Autounfall verletzt. Als er zu Bewusstsein kam, zeigte er merkwürdige Symptome auf. Er hatte seine Familienfreunde nicht wiedererkannt, war ungewöhnlich ruhig, fast. Das kenne ich aber auch schon. Das ist der, genau, das ist der sich immer Sachen in den Mund stecken wollte. Genau, ich erinnere mich. Der kleine, sympathische Mistkerl. 1201. Wenn ich das jetzt mir merke und hier zum Beispiel das dazu zähle, dann haben wir 1, 2, 1, 1. So als Beispiel jetzt, wenn man das da einfach dazu rechnet. Jetzt weiß ich nicht, ob das was bringt. Das ergibt für mich aber keinen Sinn hier. Weil die 2 Vierer, die leuchten gar nicht auf, sondern nur das Pluszeichen. Das ist Gleichzeichen und das Fragezeichen. Und sonst ist ja hier drin, glaube ich, nichts. Und da leuchtet die 1 auf. Warte mal, ist das einfach hier jetzt 1 plus 8? Also 1, 8. Dann 4. 1, 8, 4. 1, 8, 4. 5. Ist es das einfach nur, dass ich die Sachen zusammenzähle und daraus die einzelnen Zahlen mache? 1, 8, 4, 5. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. 1, 8, 4, 5. Tatsächlich, oh Mann, ich hab's wieder viel zu kompliziert gemacht. Ich denk mal wieder viel zu kompliziert, dabei war es so einfach. Hey, ich hab dein Rätsel gelöst. Bist du stolz auf mich? Ich will jetzt einen Tee. Verdammt. Okay. Relinquish for earthly vessel and become one with the light. Da geht's, glaube ich, immer noch um diesen Puppet Master. Okay, wer bist du? Den Patienten der Besuchsregelvorschrift. Dem Patienten der Patientin steht ein Besuch pro Woche von Mitgliedern seiner, ihrer Familie und anderen genehmigten Besuchern zu. Körperlicher Kontakt ist nicht gestattet. Besucher und PatientIn müssen während des Besuchs sitzen bleiben. Die PatientIn sprechen bei Besuchen ausschließlich über persönliche Belangen und unterlässt Gespräche über andere Patienten, Belangen der Einrichtung oder Behandlungsmethoden. Eine Verletzung der Regeln hat einen sofortigen und darauf den Entzug der Nutzungsberechtigung des Besuchsraums zur Folge. Mann, ist das fies. Damit ja keiner draufkommt, dass wir Arschlöcher die hier eigentlich waren. Und Leuten einfach Sachen wie Augen weggenommen haben. Warte mal, was mache ich da so? Fuck, what now? Don't take this music away! Leave me be! Just leave me be! The party! The party! He's on his way! He's on his way! Ich komme gleich zu dir, okay? Warte noch ganz kurz. Sind wir da? Ach, Munition, okay. Sehr geil. Freut mich natürlich. Extrem. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob du mich angreifen würde. Ja, ich komm schon! Okay! Hi! Fuck, so. Very blunt indeed. You go through every problem with bullets. Why don't you come down here and find out? Verdammt, ich hätte mich an den anschleichen sollen, oder? Mann. Jetzt macht mir auch noch ein schlechtes Gewissen, der Arsch. Das ist so unfair. Ich hab's wirklich versucht, mich anzuschleichen. Oh. Oh, wie süß. Ich kann es nicht scannen, oder? Nein, natürlich nicht, weil keine Punkte da sind. Aber ich würde es gerne scannen. Ich würde gerne wissen, was das ist. Und woher kommen die Geräusche? Die kommen eigentlich hinter dieser Wand hervor, habe ich das Gefühl. Warte mal. Sieht das gerade so aus? Okay. Hätte ich das machen sollen, statt den Typen umknallen? Verdammt. Mann. Ich sollte mich das nächste Mal wirklich etwas genauer umsehen. Nur ich hatte jetzt nicht wirklich die Zeit. Der hatte eine Crowbar, also ein Brecheisen in der Hand und hat mich angegriffen. Da hat man nicht so viel Zeit zu überlegen. Warte ganz kurz bitte, bevor du mich umbringst. Ich möchte kurz mich umsehen. Wäre nett, danke. Ich mach mal das Licht aus. Ist das wieder der Hase? Und wieder ein Zahlenschloss.
Hey. Wie viele gibt's von euch hier? Oh Mann, okay. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wieder den Code rausfinden. Oder finde ich jetzt endlich mal jemanden, der mir was sagt? Da ist wieder der Hase. Wie oft gibt's denn hier noch? What the hell is all this stuff? Das weiß ich leider nicht. Spielzeug nennt sich das, Mr. Black. Spielzeug. Der ist ja cool. Du bist cool. Du da oben bist auch cool. Das ist auch cool. Das ist alles so cool. Und irgendwo gibt es zu scannen. Was haben wir hier? Kanitia Patient 617 John, Zwerg 307 Leonard, Hund 118 XXX, Ente gehört Steven, Bär gehört Walt, Kuscheltier gehört David, Häschen gehört irgendwem und Affe gehört irgendwem. Okay. Spannend. Muss ich die Spielzeuge zu den richtigen Personen bringen, um sie zu beruhigen? Ich weiß es nicht. Oder hätte ich mir das merken müssen? Ich hoffe nicht. Okay, ich befürchte, ich muss jetzt dort rein. Warte mal, nee, da ist irgendwo was zu scannen, oder? Ist das hier? Irgendwo was war. Hm. Oder ist es dann hinter der Tür? Ich weiß es nicht. Es ist nicht hier. Ich glaube, es ist hinter einer der Türen oder da drin. Hallo? Was? Wessen Schädel ist das? Wem gehört der Schädel und was ist da drin? Ist das ein Implant? The fuck? Home. Schatz? Ach, wie cool. Schatz, ich bin zu Hause. Hey, honey, it's me. Pick up if you're there. Okay, well, bad news, I'm afraid. The caterers have cancelled on us. So they were double booked for the Saturday, so we're gonna have to find someone else. You and you getting married would be so much work. Anyway, see you later, love you. Okay, das ist unsere Frau. Das heißt, wir waren, oder es wird unsere Frau, sagen wir mal so. Wir stehen kurz vor der Hochzeit. Kann es sein, dass sie dann über unsere Vergangenheit etwas gelernt hat? Deswegen eben diese Anschuldigungen mit ihr. I just wanted to say that I understand if you don't want to adopt. I'm at the studio this afternoon. Call me when you're back and I'll come straight home. We can talk then. I love you. Okay, wir wollten nur ein Kind adoptieren, oder zumindest war es ihre Idee. Und sie klang da, ich weiß nicht, ob es mir jetzt nur so vorkommt, aber sie klang da ein bisschen älter. Was liegt da? Keine Ahnung. Just a small reminder from your loving wife. Don't you dare forget our appointment at the clinic today. 2 p.m. sharp. See you then, Mr. Scatterbrain. Okay, ich glaube, ich habe mich vertan. Sie klang nicht wirklich älter. Sie klang nur klarer. Okay. Das heißt, die waren auf jeden Fall in einer Klinik. Ich vermute mal, entweder um ein Kind zu gebären oder aber um eben Untersuchungen zu machen, weil vielleicht einer von uns beiden, er, also Mr. Black oder sie, Probleme hatten, ein Kind zu empfangen. Ach, wie schön. War sie Künstlerin? Bin ich das? Ich habe keine Ahnung. My darling husband. I know this won't be the life we imagined anymore, but I'll be free to focus on my art, and you, well, you'll change the world like you always dreamed you would. And no matter what happens, we will always have each other. All my love, now and always, Lenore. Lenore hieß sie also, okay? Das heißt, haben wir uns dann voneinander getrennt, weil sie meinte eben, sie hat dann Zeit für die Kunst und ich die Welt zu verändern? Indem ich die Corner dran stehle oder so ähnlich? Sie war schwanger. Was glaubst du, Junge oder Mädchen? Wenn ich ehrlich bin, Erbse. Es könnte eine Made sein. Hey, I tried your office, but couldn't get through. Call me if you get this. I've got news, and you may want to brace yourself.
a few loads. Die Nachricht ist, wir brauchen einen neuen Notizblock. Ich habe alles vollgekritzelt. Okay. Wer hat ein Foto seiner Katze neben dem Bett? Das finde ich unheimlich. Hat wer von euch ein Foto seiner Katze neben dem Bett? Ist es unheimlich? Ich glaube schon. Wenn man eine Frau hat, dann... Honey, are you okay? Talk to me. But are you absolutely sure? I did the test 3 times. The doctors, they said... I guess we proved them wrong. But that can't be right. It can't be. That means... It means we're not just a couple anymore. It means we're a family. Why show me this? Is this how you justify everything? Was? Wer ist eigentlich Grace? Unten steht gerade der Name Grace. Ist es unsere Tochter vielleicht? Oh Mann. Find your way back, Mr. Black. Focus on the right photo and come back to me. Ich denke gar nicht dran, ich find's hier schön. Hier ist es ruhig, hier gibt's keine Waffen. Oh Mann, okay. Was hat das zu bedeuten? Anscheinend hat unsere Frau dann ein Kind empfangen, obwohl die Ärzte meinten, es geht nicht. Ist es ein Wunder? Hi. Oh, so süß. What is that? What the fuck? What was that? Ah, you're back with us. Good. Those memories, they felt different. What was that place? No need to bother yourself with that, Mr. Black. Just a quirk of the technology. So they were my memories? What's going on? That is none of your concern, Mr. Black. It is irrelevant to your treatment. Now, let's proceed. Proceed. Right. Das ist nicht unrelevant, ganz im Gegenteil. Das sind anscheinend meine wahren Erinnerungen. So in Richtung, dass mir das Gerät, das ich gerade auf meinem Schädel habe hier, sagt, wie meine Vergangenheit wirklich war. Weil wer weiß, ob das jetzt wirklich gestimmt hat mit diesem Waffenraub. Ich bin verwirrt. Auf jeden Fall, Freunde, ich werde an der Stelle die Folge beenden. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns weiter in dieser Behandlung unterziehen und hoffentlich mehr solche Wahrheiten rausfinden. Ich bin echt gespannt, wohin das Ganze führt. Und wenn ihr selbst Theorien habt, dann diskutiert doch in den Kommentaren darüber, weil mich interessiert das immer, was ihr so für Sachen aufsaugt, was ihr für Details entdeckt und was euch so in den Schädel kommt, außer solche Implantate natürlich. Bis zur nächsten Folge, mein Name ist Taco. Macht's gut.